So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von dem Minecraft Let's Play. Ich habe mich auch entschieden, noch eine weitere Folge ohne diesen Mod zu machen, beziehungsweise ohne einen Mod zu machen. Ich habe eigentlich Essen, ist zwar nicht viel, es reicht aber. Ich schmeiß einfach hier noch ein bisschen was rein. Wirklich wertvolle Sachen habe ich nicht. Natürlich sind die 14 Level ein bisschen wertvoll. Was geht schon in Ordnung. Die spielen aber irgendwie AFK. Die hat mich nicht angegriffen. So, ich weiß, dass hier ganz viele Monster waren. Jetzt habe ich auch schon Hunger. Nehmen wir ein bisschen Zuckerrohr mit. Weil dann kann ich immer noch einen Kürbiskuchen machen. Sollte ich jetzt in nächster Zeit ein paar Hühner finden. Hier wirklich nur Spinnen und ein Creeper, der macht mir nämlich Angst. Das war knapp. So, kann ich jetzt essen? Oder, gut, jetzt habe ich noch voll. Na, Spinni. Zum Glück bist du keine Höhlenspinne. Und du kommst gar nicht aus dem Wasser. Doch, kommst du. Aber ich habe es trotzdem geschafft und bin schon Level 15. Eigentlich soll ich gar nicht mehr da rangehen. Eigentlich will ich ja nur Skelette sammeln. Beziehungsweise die Knochen von denen. Okay, mir läuft noch keiner hinterher. Da sind vier... 5 Skelette. Bist du das laute Ding hier? So, ich muss nur schaffen, dass sie sich gegenseitig abballern. Aber ich sollte auch auf den Creeper aufpassen. Natürlich wäre es gut, wenn ich eine Schallplatte bekomme. Aber jetzt noch einmal. Scheiße. Okay, habt ihr euch gegenseitig abgeballert? Scheinbar nicht, sonst wäre ihr noch. Doch. Aber ihr greift gar nicht mehr gegenseitig an, wenn die abgeballert werden, oder? Früher hat sie immer so gemacht, dass sie die Skelette gegenseitig angegriffen haben, sobald sie getroffen worden von jemand anderem. Das machen sie aber wohl nicht mehr. So, das ist mir zu gefährlich mit den Spinnen. Aber jetzt schon wieder Hunger, weil ich so viel gekämpft habe. Habe ich gesagt, ich habe Angst vor den Spinnen. Ich habe Angst vor den Hexen. Bloß nicht angucken. Sie haben gar keine Chance gegen mich. Oh, ich möchte hier eigentlich nicht angreifen momentan. Bin ich vergiftet. Scheiße, Baby-Zombie. Regel ist, die können mich jetzt alle töten, die Leute hinter mir. Deswegen, da ist ein Creeper, so schnell wie möglich zu mir zurück. Problem ist, ich bin ja vergiftet. Sollte mich irgendwas jetzt treffen, zum Beispiel ein Skelett. Der Bogenschuss, das reicht schon. Ich hoffe einfach nicht, dass hier irgendwas jetzt ist. Ich kann schon wieder sprinten. Und übrigens kein Creeper hinter mir. Ich meine, 16 Level, gut, ist natürlich etwas. Aber nicht so schlimm als der Tod. Ich bin nicht mehr vergiftet, aber habe nichts zu essen. Jetzt habe ich was zu essen. Kann schnell noch was mampfen. Gut. Funktioniert. Und ein Essen habe ich nur übrig. Habe 4 Knochen. Eigentlich ganz gut. Kann ich schon zu Bohnenmehl machen. Und das kann ich nochmal kurz sehen. Da ist ein Zombie. Der kommt auch gar nicht hierher. Er kommt hier, aber kommt gar nicht hier ran. Dass ich irgendwie gefährlich werden kann. Kann auch den Kürbis hier mitnehmen. Müsste irgendwie so eine automatische Kürbis-Farm machen. Ich glaube, das ist ein Zombie, der hier irgendwie rein will. So, ich habe ein paar Bögen bekommen. Die crafte ich einmal kurz zusammen. Zuckerrohr. Ich meine, ich kann mir jetzt eigentlich schon ein paar Werkzeuge machen. Schwert, Spitzhacke, Schaufel, Axt. Als nächstes brauche ich denn etwas an Holz, damit ich mir neue Sachen craften kann. Spitzhacke, Axt, Schaufel, Schwert. So, falls ich mal irgendwie sterben sollte und nichts habe, packe ich das sicherheitshalber mal hier rein. Ja, man weiß ja nie. Es kann immer sein, dass man stirbt und auf einmal seinen braucht, dann kommt nämlich ein Enderman. Verderben.
Das kann ich nicht angucken, es passiert nichts. Sieht nicht so aus, aber man sieht natürlich nichts dadurch. Aber es ist natürlich schon lustig. Ich kann natürlich weitere 4 Kerne draus machen. Oder ich brauche natürlich Eier. Und Milch oder was brauche ich für einen Kürbiskuchen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Weil Kürbissen allein kann man ja nicht so viel machen. Ist ja nichts mehr drin. Ich könnte jetzt eigentlich nochmal in die Höhle gehen. Ich habe nicht genug Holz. Mir fehlt ein Holz für eine weitere Kiste. Also ich irgendwie in Ordnung gemacht hätte. Aber ich kann jetzt zum Beispiel hier einen kleinen Keller machen. Ich sag einfach mal, er geht hier runter. Dann baue ich einen kleinen Keller. Kann man ja auch machen, ne? Oder irgendwie einen kleinen Lagerraum. Ich mache es erstmal mit Leitern hier. Ich kann immer noch später eine Treppe hinbauen. Und jetzt fehlt mir zum Beispiel schon das Holz hier irgendwas. Aber so tief muss es ja gar nicht sein. Erstmal nicht. Kann immer noch hier ein bisschen höher sein. Ich habe einfach kein Holz mehr. Kannst du nicht schlafen, ist ein Monster in der Nähe. Ich glaube es auch nicht. Da ist ein Schwein. Ich glaube nicht, dass der Enderman irgendwie Probleme macht. Der Creeper ist zu weit weg. Hier ist kein Monster, was irgendwie Probleme verursachen würde. Geht's jetzt? Ja. Ich sage also wirklich nur am Enderman. Da eigentlich das wird nicht berücksichtigt, weil er eigentlich nicht aggressiv ist, solange man nichts mit ihm macht. Da backt ein Schwert im Stein. Da backt ein Schwein im Stein. Da habe ich das Genick gebrochen. Ich weiß nicht, ob ich ihn angeguckt habe. Ich glaube, ich habe ihn nicht angeguckt. Muss hier zum Holz. Oder da hinten zum Wald. Geht natürlich auch. Nicht ganz so viele Monster. Aber erstmal werde ich das jetzt abbauen. Hier ist zum Glück recht schnell. Der Zombie kommt nicht mehr in der Nähe. Und dann hier. So, dann laufen wir einmal hier und bauen das ab. An dem Baum daneben auch noch. Ich muss nur gerade gucken, welche die nächsten sind und welche sich auch wirklich lohnen. Weil natürlich wachsen die nicht mehr. Aber trotzdem muss sich ja irgendwie lohnen, dass ich da hinlauf. Weil die am dichtesten waren. Eigentlich Quatsch, aber lasst mich einfach. So, ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Das ist doch der 4. Part, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, kann ich überhaupt nicht sagen, wenn er rauskommt. Ich will jetzt auch nichts sagen. Vielleicht lasse ich auch mal wieder einen Tag ausfallen. Das kommt ja auch bei mir mal vor. Sollte aber eigentlich nicht mehr ab jetzt. Da ist das Holz, da muss ich ran. So, ich kann natürlich hier noch das Lehm ein bisschen rausnehmen. Den Lehm, das Lehm oder die Lehm. Die Lehm auf keinen Fall, ich glaube, es ist der Lehm. Weil der Stein, beziehungsweise der Ton, ist auch Nutella. Das soll jetzt keine Schleichwirkung sein, deswegen da einfach mal, wie man die Artikel so bildet, ist ja auch die Nutella. Wobei man natürlich auch drüber streiten kann, die Arbeiter selber es auch nicht wirklich wissen. Habe ich letztens im Fernsehen gesehen. Weil letztens auch schon ein bisschen her. Das ist wirklich ein bisschen her. Es war nicht letztens im Fernsehen. Ist auch egal. Können wir immer noch drüber streiten. Oh, hier geht's zurück. Da ist noch ein Ton gewesen. So, das war's eigentlich. Dann gehe ich hier lang. Ich kann ja einfach nur sagen, dass ich jetzt noch einmal runtergehe zu den Erzen und die restlichen Dinge abbaue. Und dass ich das am Ende hier ranhänge. Oh, ich habe Hunger. Ich sollte vielleicht eigentlich irgendwas anpflanzen. Karotten oder so, aber ich glaube, ein Zombie hat das noch nicht fallen lassen. Die hat noch nicht.
Deswegen muss ich noch irgendwie was anderes machen. Vor allem Kürbis allein bringt ja nicht so viel. Dann lieber Melonen. Die Melonen finde ich ja nur im Schacht. Beziehungsweise, ja, Minenschacht. Wo bin ich hier? Da ist das Haus, okay. Hier ist noch die andere Seite vom Sumpf. Würden wir natürlich auch gerne Kaninchen mitnehmen, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Ich kann es ja dazu bringen, dass es Eier fallen lässt, aber ich glaube nicht, dass das so schlau wäre. Wobei ein Hase, Osterhase, wäre auch lustig, wenn ein Kaninchen deswegen die Eier fallen lässt. Die Eier fallen lässt, wie hört sich das denn an? Wenn es Eier droppt. So wie das Hühnchen. Gut, wir sind fast am Ende des Parts. Deswegen werde ich jetzt einfach mal sagen, wir beenden hier. Und dann werde ich jetzt wahrscheinlich noch dranhängen, wie ich dort unten die Erze raushole. Ab diesem Punkt hier. Da brauche ich sehr viel an Holz. Gehe noch einmal kurz zu mir nach Hause, liefere es ab. Und dann gehe ich wahrscheinlich in die Höhle. Lass es aus, da muss ich hin. Soll vielleicht auch dabei rennen. Weil ich natürlich Essen verbrauche. Aber okay. Da muss ich mich ein bisschen räuspern. So, deswegen würde ich sagen, war es heute. Beziehungsweise, ja. Ich schon mal davor, weil danach kommt ja nur unkommentiert. Deswegen war es heute. Lasst doch eine Bewertung oder ein Abo da. Vielleicht auch beides. Dann sehen wir uns morgen. Bis dahin und tschüss.